Ja, ich finde, guter Test. Eigentlich haben wir, bis auf eigene Fehler, haben wir keine Torchance zugelassen. Haben uns dann die Tore eigentlich selber reingekickt. Ja, und grundsätzlich hätte man nach vorne ein bisschen schneller ausspielen können, ein bisschen zielstrebiger. Wir hatten Abschlussmöglichkeiten, waren wir aber zu ungenau, haben das Tor nicht getroffen, in der ersten Halbzeit zwei, dreimal. Ja, und ja, trotzdem holen sie sich dann wieder aus dem Sumpf. Und gerade Anzi dann, der das erste Tor verschuldet hat, und dann letztendlich schießt er dann einen rein, weil er das wieder gut machen will, und das hat er dann auch getan. Von daher bin ich damit wirklich einverstanden. Die Jungen haben sich hervorgetan. Ja, denen haben wir heute mal so ein bisschen mehr Einsatzzeit gegeben, gerade von der zweiten Mannschaft. Und die haben es gut gemacht. Von daher bin zufrieden. Wir wollten, dass sie sich auspowern. Das haben sie getan. Ja, und jetzt haben sie 3 Tore. Ist der Abstand zwischen zweiten Anzug und ersten Anzug noch zu groß oder würden Sie es einschätzen? Nein, es geht darum, Jungs Spielzeit zu geben, die jetzt lange verletzt waren. Also Anzi merkst du einfach, der war lange verletzt, und du merkst, dass er noch nicht auf 100% ist. Ja, und bei Xavi auch, der war auf dem besseren Weg und hat jetzt wieder ein bisschen an Substanz verloren, aber da muss er sich weiter dran messen und muss weiter reinarbeiten. So, und die anderen, wie gesagt, finde ich, dass sie es gut gemacht haben. Also, ich bin zufrieden. Worauf kommt es in den solchen Spielen denn am meisten an? Dass sie sich auspowern. Also nicht darum, wie man im Konstrukt kommt. Nein, ist mir völlig egal. Weil es auch keine Spielrelevanz hat, weil so in der Kombination wird es. Genau, der Gegner hat gut mitgekickt. Das war nicht, diese ist eine gute Mannschaft, die technisch sehr sauber. Haben versucht mitzuspielen. Das treffen wir ja in der zweiten Liga so nicht an. Die es dann ähnlich spielen wie wir oder halt zumindest mal im ersten Drittel versuchen, dann auch zu zocken. Ja, da haben wir viele Balleroberungen gehabt, haben dann zu wenig Nutzen draus gezogen. Aber grundsätzlich geht es darum, den Jungs, die jetzt verletzt waren, Spielzeit zu geben, dann vor allem dann auch weiter unseren Fitnessstand zu erhöhen. Und das haben sie gut gemacht. Die haben die ganze Woche sehr gut mitgezogen. Wir haben gestern mehr als 2 Stunden trainiert, haben gestern 2,5 Stunden plus Kraftraum 3,5 Stunden trainiert. Für das haben sie es heute richtig gut gemacht. Ich hatte heute eine Fata Morgana, ich schaute da rüber und sah plötzlich Jean-Luc Dompé da sitzen im Sportzeug und der schaute zu. Ja, warum nicht? Ja, ich dachte noch so ein Andres im Außenband. Ein Andres, da haben wir früher mit gekickt. Ja, ist so. Ja, ihr lacht alle. Das gab es gar nicht. Ja, von daher Tape und gut. Vor ein paar Wochen wird er wahrscheinlich trotzdem. Aber ein paar Wochen wird er ja fehlen, oder? Wenn es nach mir geht, nicht. Schauen wir. Ist eher eine Ärzteentscheidung als Trainerentscheidung, ist er. Ja, es geht auch um Vorsichtsmaßnahmen. Es geht schon auch, der Spieler muss das Ganze mittragen. Der Spieler muss sein Okay geben. Und das ist immer eine Gemeinschaftsentscheidung. Man sagt ja immer 4 Wochen bei so einem Riss, nein. Aber davon, Sie hoffen nicht, dass es so ist. Nein. Ja, Ludovic. Ach so. Bitte? Beim Riss. Ja. Ist ja angerissen. Alles kommt ja. Was bei Xavi nicht auch so? Nee, Xavi hat eine andere Verletzung gehabt. Der hat irgendwie Syndesmoseband, ist da noch mit Leidenschaft gezogen gewesen. Und das war dann mehr so ein bisschen knöcherner. Ein knöchernes Ding, und da ist es wieder was anderes. Ich habe sich viel unterhalten heute, ne? So in der zweiten Halbzeit. Er muss einfach laufen. Er muss einfach arbeiten. Wenn er läuft und arbeitet, dann ist alles okay. Der muss nach vorne nicht immer das machen, was ich von ihm erwarte. Er soll einfach arbeiten. Was war mit Reis heute? Der war ja, nur geschont, oder? Nur geschont. Genau so. Belastungssteuer. Nein, das gab es früher übrigens auch nicht. Das gibt es auch nicht. Da muss man erst mal belasten, bevor man steuert. Belastet hat er ja schon. Aber der wurde nur geschont. Ja, ist gut. Ein Wort noch bitte zu Tom Sanne, der mit 1,20 dauernd Kopfballtore macht. Hat er ja schon für die U17, U19 gemacht. Gut, macht's gut. Der Kleine hat diese Woche am Dienstag, haben sie ja so ein Talentspiel gehabt. Ich finde, dass das da, vor allem alle haben es da gut gemacht, gerade dann auch U17, U19 Spieler. Ja, U21 kenne ich, und von daher, die Jungs haben es alle gut gemacht, und hat er sich dann auch verdient, dann mal da reinzuschnuppern. Hat mir gut gefallen, was er da gemacht hat, und werden wir weiter beobachten. Der Ausfall von Dompé, auch wenn er vielleicht nicht so lange ausfällt, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so schwer zu ersetzen werden. Sie haben ja schon dann noch ein paar. Schauen wir mal. Werde ich heute nicht drüber nachdenken, oder morgen oder übermorgen. Vielleicht dann nächste Woche irgendwann.
Schauen vorher Sie den Seidner spielen. Wie bitte? Seidner spielt. Seidner spielt. Seidner spielt. Schauen Sie denn die Länderspiele von den Profis, die unterwegs sind? Klar. Wir kriegen die Spiele alle. Auch zugeschnitten schon, und von daher ist es normal, dass ich meine Jungs immer angucke, was die so treiben mit ihren Länderspielen, mit ihren Mannschaften, wenn sie auf Länderspielreise sind. Sie sind 3 Tage frei und dann ziehen Sie vor durch den Montag. Genau. Wissen Sie schon, wann Sie Montag trainieren? 14 Uhr. 14 Uhr. Ich glaube 14 Uhr. Das ist okay. Das ist okay? Ja, also.